Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute soll es einmal um das Thema Dokumente gehen, die man bei einer Flucht beispielsweise auf jeden Fall dabei haben sollte. Das ist leider ein Thema, wo sich viel zu wenige Gedanken darüber machen und eine Notsituation kann halt sehr schnell eintreten, sei es ein Feuer, sei es Hochwasser, was leider immer wieder ein Thema in Deutschland ist. Natürlich könnte auch ein Kriegsfall eintreten, aber wahrscheinlicher ist halt... Die Flucht aufgrund eines Feuers, Hochwasser etc. Vielleicht auch ein größerer Sturm, der euer Haus beschädigt und ihr müsst schnell fliehen. Dokumente werden dabei leider immer wieder vernachlässigt und ich habe mir jetzt hier so eine Tasche zusammengestellt, die viele wichtige Dokumente enthält und ihr seht es, die ganze Tasche, die ist zum einen sehr dick, also das werden ungefähr sechs Zentimeter dicke sein. Das Format ist etwas größer als DIN A4, also es passen halt normale Zeugnisse etc. rein. Und die Tasche ist wirklich gerammelt voll mit irgendwelchen Dokumenten, die halt für mich wichtig sind. Jetzt ist es natürlich so, wenn man in einer Notsituation ist und in Panik gerät, dann wird man wohl kaum so eine dicke Tasche mitschleppen müssen oder wollen. Vielleicht vergisst man sie auch einfach. Dafür empfehle ich einfach einen USB-Stick. Das ist jetzt ein Kingston-USB-Stick. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, einen gesicherten USB-Stick zu verwenden, der also durch ein Passwort geschützt ist und die Daten sind darauf verschlüsselt. Das heißt, niemand kann ohne euer Passwort darauf zugreifen und es gibt sogar USB-Sticks, die dann bei zu vielen Fehlversuchen beim Passwort die Daten einfach löschen würden. Ganz einfach aus dem Grund, wenn ihr jetzt hier alle eure Dokumente drauf packt mit Zeugnissen, mit allem drum und dran, könnte jemand eure Identität stehlen. Das klingt zwar blöde, aber es ist einfach nicht unwahrscheinlich, wenn jemand in den Besitz dieses USB-Sticks kommt und der ist ungesichert, hat er jede Menge Dokumente von euch und könnte dadurch eure Identität einfach annehmen. Sind die Sachen gesichert, habt ihr zumindest etwas größeren Schutz. Und zum anderen ist natürlich die Transportabilität von diesem Teil hier fantastisch. Klar, es ist ein magnetischer Datenspeicher, das heißt es können Daten verloren gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr damit eure Daten retten könnt, ist einfach größer, als wenn ihr gar keine Vorsorge trefft. Und dann mal zum Thema, welche Dokumente sollte ich mir denn überhaupt sichern? Die meisten werden jetzt daran denken, auf jeden Fall Personalausweis, Krankenkassenkarte, die Bankkarte oder auch die Kreditkarte und eventuell noch den Führerschein. Das sind so die Sachen, wo die meisten eventuell dran denken würden. Das sind die Sachen, die die meisten auch wahrscheinlich schon direkt in ihrem Portemonnaie drin haben. Und wenn man flieht, greift man eben zum Portemonnaie und hat die Sachen auf jeden Fall schon mal sicher dabei. Aber es gibt halt noch viele andere wichtige Dokumente, wie beispielsweise eine Geburtsurkunde oder eine Abstammungsurkunde. Dann die Daten, die in eurem Stammbuch enthalten sind. Wie zum Beispiel eine Heiratsurkunde oder auch die Geburtsurkunden äh, eurer Kinder. Und natürlich braucht ihr die ganzen Dokumente, die ihr sichern wollt, auch von, eurer, von eurem Partner und von den Kindern. Das heißt, nicht nur euer Führerschein ist wichtig, euer Personalausweis, eure Bankkarte, sondern auch die von eurem Partner oder falls eure Kinder solche Dokumente haben, auch die solltet ihr sichern. Was außerdem wichtig ist, sind Zeugnisse. Jeder, der von der Schule abgegangen ist, hat ein Zeugnis. Jeder, der eine Ausbildung gemacht hat oder eine Umschulung etc ist im Besitz eines Zeugnisses oder auch eines Gesellenbriefes. Das sind Sachen, die sind ebenfalls wichtig. Denn natürlich könnt ihr alle Dokumente immer wieder nachfordern, solange es die Institute noch gibt, wo ihr die Sachen erhalten habt. Aber gerade von der Schule zum Beispiel, wenn ihr jetzt Hauptschule, Realschule oder Gymnasium besucht habt und ihr seid so wie ich im Alter von ungefähr 50 Jahren, dann ist es sehr schwer zum einen, ob die Schule überhaupt noch existiert. Und zweitens, ob sie dann überhaupt noch diese Unterlagen von euch haben. Deswegen Zeugnisse würde ich hier reinpacken, aber auch alles Mögliche an Zertifikaten, was ihr vielleicht bekommen habt. Von irgendwelchen Weiterbildungen, Fortbildungen etc., packt das mit hier rein. Falls euch Urkunden wichtig sind, und damit meine ich jetzt nicht die Sieger oder Ehrenurkunde aus eurer Schulzeit, aber falls ihr irgendwelche Urkunden besitzt, die für euch wichtig sind, macht euch davon Kopien und packt es hier rein. Außerdem wichtig wäre vielleicht ein Lebenslauf. Das ist für manche sehr leicht. Wenn man jetzt beispielsweise 20 oder 25 Jahre alt ist, dann ist der Lebenslauf noch recht kurz und das Ganze lässt sich wunderbar aneinander gliedern. Ist man aber jetzt 50, 55, 60 Jahre alt, dann kann ein Lebenslauf schon sehr wichtig werden, weil man vielleicht einzelne Passagen vergessen könnte. Ich rede jetzt nicht davon, dass jemand im Alter von 16 Jahren in einer Firma angefangen hat zu arbeiten und ist dann... 45 Jahre lang in der gleichen Firma geblieben. Aber es gibt halt viele, die wechseln ihren Arbeitgeber oder die wechseln ihren Arbeitgeber auch sehr oft. Und wenn man eben 50, 55 Jahre alt ist und man hat vielleicht 15 verschiedene Berufe gemacht, dann ist es sehr schwer, das alles wieder auf die Kette zu bekommen. Vor allen Dingen auch mit den richtigen Zeitabläufen. Was außerdem wichtig ist, ein Medikamentenpass. Wenn ihr also auf bestimmte Medikamente angewiesen seid, bekommt ihr so einen Medikamentenpass. Auch den solltet ihr kopieren. Ebenso wie den Impfausweis. Auch der ist wichtig. Dann ein Allergieausweis. Wenn ihr auf bestimmte Sachen allergisch seid, könnt ihr euch einen Allergieausweis äh, zusammenstellen lassen. Und auch den würde ich dazu packen. Genauso wie die Blutgruppe. Wenn euch eure Blutgruppe bekannt ist, legt euch einfach einen Zettel mit in diese Dokumentenmappe oder eben auf euren USB-Stick. Wo ihr eure Blutgruppe drauf speichert und auch die von eurem Partner und den Kindern. Ganz, ganz wichtig, vergesst eure Angehörigen nicht, zumindest die, die bei euch im Haushalt leben. Was man zusätzlich noch hineinpacken könnte, wäre beispielsweise eine laminierte Landkarte. Das muss jetzt keine Landkarte von ganz Deutschland sein, aber so, ich sag mal, von eurem Wohngebiet aus vielleicht noch 30 Kilometer im Umkreis, damit ihr einen Hotspot aufsuchen könnt. Ich sage das jetzt mal so, ich wohne in der Nähe vom Chiemsee und wenn hier etwas passieren würde und es wäre ein, eine große Notsituation, würde ich versuchen, mich nach Rosenheim oder sogar bis nach München durchzuschlagen. Das ist ein weiter Weg natürlich und auf diesem weiten Weg kann man sich auch schnell verlaufen und München wäre jetzt auch wesentlich weiter weg als wie diese 30 Kilometer. Aber man kann zumindest die nächsten größeren Städte aufsuchen und versuchen, von dort aus einen Bus zu erwischen. Der die Leute evakuiert, etc. Und ihr habt den Vorteil, mit einer kleinen Landkarte, wenn ihr in irgendeiner Ortschaft seid, die euch einfach gar nichts sagt, dann wisst ihr zumindest, ah, okay, ich bin jetzt da und da und muss in die und die Richtung gehen, dass ich mich äh, in die richtige Ortschaft begeben kann. Wobei man da natürlich auch die Himmelsrichtungen kennen muss, etc., aber das ist halt ein anderes Thema. Und es ist natürlich nur eine Kann-Entscheidung. Man muss keine Landkarte hier reinpacken, ich halte es aber tatsächlich für sinnvoll. Was vielleicht auch noch sehr wichtig ist, gerade in einem Brandfall oder bei Hochwasser ist das eine Situation, die Hinterbliebene sehr oft schildern, ist der Verlust von Fotos. Manche werden jetzt sagen, mein Gott, Fotos sind Fotos, aber bei mir ist es so, ich habe weit über 100.000 Fotos aus vergangenen Jahren, vor allen Dingen von den Kindern, von meiner Gemahlin etc. Und die haben schon einen Wert einen ja nicht nur symbolischen Wert, es hängen halt so unglaublich viele Erinnerungen daran. Und aus dem Grund halte ich auch Fotos für sinnvoll. In so einer Dokumententasche Fotos unterzubringen, ist jetzt nicht unmöglich, aber es ist halt begrenzt. Man kann halt vielleicht 10, 12, 20, 50 Fotos hier reinpacken, je, nach welch, je nachdem wie groß die sind etc. Aber der Raum hier ist einfach nur begrenzt. Da spielt natürlich der USB-Stick ganz klar in die Karten. Weil dieser hat jetzt hier eine Größe von 32 GB. Die gibt es natürlich auch größer. Mittlerweile kosten 256 GB Sticks kaum noch die Welt. Und wenn ihr so einen großen USB-Stick habt, dann könnt ihr schon unheimlich viele Fotos darauf packen. Was natürlich auch noch wichtig ist, wenn ihr beispielsweise irgendwelche Aktien besitzt oder ähnliche Sachen, äh, versucht euch auch davon irgendwelche Nachweise einzupacken. Damit ihr darauf später noch Zugriff habt. Das war es schon zum heutigen Video. Es war nur ein kurzes Thema. Ich finde aber ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema, was man wirklich nicht vernachlässigen sollte. Vielleicht habt ihr ja sogar noch Ideen, was ich jetzt vergessen habe, was man auf jeden Fall noch hier reinpacken sollte. Lasst es mich gerne wissen. Ich möchte halt auch meine eigene, ja, ich sag mal, Sammlung an wichtigen Dokumenten natürlich nahezu vervollständigen, dass wirklich alles darin enthalten ist, was man in einer Notsituation brauchen würde. Oder falls ihr andere Möglichkeiten habt, um Sachen zu sichern, auch das würde mich sehr interessieren. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, wenn ihr diese ganzen Dokumente eingescannt und kopiert habt, dass ihr diese bei Verwandten lagert. Zum Beispiel bei Verwandten, die etwas weiter weg wohnen, aber wo ihr dann trotzdem Zugriff darauf haben könnt. Oder auch in einem Bankschließfach einfach hinterlegen, dass ihr im Notfall zur Bank gehen könnt. Dann braucht ihr mindestens euren Personalausweis, falls euch die Angestellten dort nicht kennen. Aber dann kommt ihr auch wieder an die Dokumente dran. Vielleicht wäre das sogar die beste Möglichkeit, das Ganze irgendwo zu sichern. Wie gesagt, bei Verwandten, Freunden, auf der Bank. Zusätzlich einen USB-Stick immer direkt dabei zu haben. Und vielleicht eine kleinere Art dieser Tasche, wo halt wirklich nur die wichtigsten Sachen drin sind. Und die großen Sachen dann halt, wie gesagt, extern irgendwo lagern. Das war's zum heutigen Video. Hat es euch gefallen? Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich darüber freuen. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da, wo ihr mir sagen könnt, was vielleicht noch wichtig ist, was ich vergessen habe, welche Möglichkeiten es sonst noch gäbe. Es interessiert mich wirklich brennend, weil auch ich mich wie gesagt sehr gut darauf vorbereiten möchte, falls mal etwas passiert. Und das war's fürs heute. Das war's fürs heutige Video. Entschuldigung. Das war's fürs heutige Video. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin. Ciao.